Guten Tag, hallo. Leute, ich lese jeden Tag in der Zeitung oder ich schaue mir auch im Fernsehen Diskussionen an. Es geht nur um das eine jetzt, um Maske tragen oder Maske nicht tragen. Also wirklich. Und ich lese, dass da immer ein Geisteskranker dabei ist, der in einen Bus einsteigt ohne Maske und wieder eine geisteskranke Frau irgendwo will in einen Supermarkt rein, auch ohne Maske. Und da gibt es zwischen dem Security-Mann und dieser Frau eine Auseinandersetzung. Leute, um was geht's überhaupt? Warum wollen wir diese Maske nicht tragen? Das ist ein Virus und es ist klar, dass das ein Virus hat eine Virushülle. Das ist diese Viral Envelope, auf Englisch gesagt. Und das sind Lipidmembranen, das sind Kapside, das sind Hüllproteine und da ist auch Matrixraum. Das ist ja wohl klar, das ist ein Virus. Und es ist wirklich jetzt egal, wo das herkommt und wer das in die Welt gesetzt hat. Oder war das eine Ratte oder ein Fledermaus? Das ist uns wirklich egal. Es ist so wie mit AIDS. Damals wussten wir auch nicht und bis heute wir wissen auch nicht, woher das Virus vom AIDS herkommt. Aber wir müssen damit leben. Es gibt heute Medikamente. Ja, damit kann man sehr gut leben. Und ich glaube nicht, dass für Corona wird es auch etwas geben. Also ich glaube nicht, kein Medikament wird es geben. Nein, 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 nein. Wir werden damit leben müssen. Und das ist unsere eigene Verantwortung. Trage ich Maske, schütze ich mich oder nicht? Genau wie mit AIDS, wegen Kondom, trage ich Kondom oder nicht? Das ist unsere eigene Verantwortung und damit müssen wir rechnen. Also ich verstehe nicht, warum wir nicht eine Maske tragen wollen. Warum gibt es so viele Idioten, die da sagen, ich will das nicht tragen. Guck mal, ich habe eine schöne Maske, die ist doch wunderschön. Die passt zu mir, die habe ich mir machen lassen bei einer Schneiderin. Und ich kann die tragen. Ich habe auch andere Masken natürlich, habe ich schon in anderen Podcasts hier gezeigt. Wir müssen Maske auf jeden Fall tragen, weil wir müssen uns schützen. Und es gibt in verschiedenen Häusern Nachbarschaften, da habe ich gehört, die feiern Partys, da kommen 20 Leute. Die trinken, die saufen, die singen, die Türen sind auf und so weiter. Und dann gehen ältere Menschen vorbei, die sind auch ausgesetzt. Da müssen wir daran denken. Und wir haben alle Eltern, Onkel, Tanten, die sind alle älter. Wir müssen an diese Leute denken. Und ich arbeite in verschiedenen Städten, wo viele Leute sehr krank sind. Das sind Diabeteskranke, Nierenkranke, Menschen mit sehr hohem Blutdruck. Und da sehe ich, was da alles passiert. Und ich muss immer an diese Leute denken. An diese Leute müssen wir denken, nicht an uns. Wir sollen nicht so egoistisch sein. Es geht nicht um mich. Es geht um diese Leute, die gefährdet sind. Also bitte, warum wollen wir nicht Maske tragen? Und wie gesagt, es gibt viele Scheißmasken, die wirklich scheußlich aussehen, aber es gibt auch Masken, die schön sind. Und du kannst dir die Maske gestalten. Du kannst auch zum Schneider gehen. Du kannst überall hingehen und sagen, ich möchte eine schöne Maske. Es gibt von Versace und Gucci und wie die alle heißen. Es gibt alle Masken dieser Welt. Also schneide dir eine schöne Maske, so wie du willst. So wie es dir gefällt, oder geh zum Schneider. Wie gesagt, ich habe in einer schönen Boutique diese Maske gekauft. Die passt zu mir, weil die hat Spitze. Meine Weste hat auch eine Spitze. Also das passt ja sehr gut. Also bitte, mach etwas daraus und trage jeden Tag eine Maske, weil wir müssen uns schützen. Und diese Theorien, woher und wer, vergiss das alles. Es geht darum, dass wir uns schützen und Umwelt schützen. Aber die Zeit ist leider wieder vorbei. Tschüss.